Ein herzerfrischendes Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin René und es geht weiter mit Let's Play GTA San Andreas. Mein Urlaub ist endlich vorbei und nach anfänglichen Schwierigkeiten das Spiel wieder zum Laufen zu bringen, beziehungsweise wieder die Aufnahme zum Laufen zu bringen, geht es jetzt endlich mal weiter mit diesem Spiel und mit meinem Let's Play davon natürlich. Give me 15, motherfucker! I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you, fast sucker. Let me play first. Hey, what's up? What's up, man? Who winning? Who you think, huh? Me? That does it. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. So, wir sind jetzt mal mit Big Smoke unterwegs und wir fahren zum ersten Mal in diesem Spiel mit seinem Auto, aber natürlich dürfen wir wieder fahren. What a love, man. Shit happened. Seville wrongs temple. Temple wrongs grow. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. I admire you, Carl. You're a leader, a visionary. Remember me when you get to the top. Give it a rest, Smoke. You're full of shit. Okay, kommt nicht wirklich was Spannendes. Aber gut. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, das Spiel zu spielen. Überhaupt wieder zu zocken, nach einer Woche. Shot at me. What you kids want? Hey, hey, Pops, hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brent, say, ain't you dead? No, Emmett, the other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Die, little glass baller fool! Super, jetzt dürfen wir auf Flaschen schießen. Oh Gott, peinlich. Oh, Beverly, be so proud of you, boy. Die Maus ist mir noch ein bisschen zu sensibel eingestellt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in der ersten Folge gesagt, aber ich habe es seitdem immer noch nicht umgestellt. Shit, I'm the best there ever was. Okay. Ach, das ist ja echt stark gewöhnungsbedürftig. Vielleicht ein bisschen langsamer. Aber gut. Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann glaube ich, geht's wieder. Cap your ass! And your ass! You want some too? Ice cold, baby! I knew I was the chosen one! Oh man! Check out Special Agent Big Smoke! Er kann schon nicht mehr. Okay. Einmal rollen. Ich treffe es ja nicht mal in der Hocke. Also normal kann ich besser schießen. Oh, you're making me so proud of you. Es ist mir eigentlich relativ egal, dass du stolz auf mich bist, weil ich muss ja hier die Schießübungen machen und du gehörst ja so gesehen nicht mal mehr zu unserer Gang. Beziehungsweise stehst eigentlich gar nicht mehr so gut zu uns, aber egal. Hey, you're a killer, baby. Ice cold. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I'll see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this. You didn't get them from me. And remember this. Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. Sag mal, kann noch mal einer von euch fahren oder habt ihr alle keinen Führerschein? I seen you with strap in the museum. We'll be going. Man, I'm real tired, dude. Drop me off in my crib, baby. Okay. Dürfen wir Smoke wieder einfahren? What's going on, man? Shit seems pretty fucked up. People have to open their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all.
At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Ich habe jetzt auch mal noch den Ingame-Sound ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, es ist jetzt besser, weil er mir doch etwas leise vorkam. Thanks, CJ. I see you around. Later, Smoke. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beko around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some greens. Okay, jetzt müssen wir auch noch hier shoppen gehen. Ja, gut, dieses Tanktop und die Jeans. Obwohl, die Jeans ist vielleicht nicht mal so schlecht. Gut, hier kommt gar keine Musik. Ach, doch, jetzt aber. Naja, können wir mal ein paar neue Klamotten kaufen. Ich weiß nicht, wie ich mich denn da mal angezogen habe. Muss ich erstmal schauen, was es hier alles gibt. Ich glaube, ich habe mir hier immer nur eine Cap geholt. Also, glaube ich zumindest. Oberkörper. Ach, bin ich wieder auf Enter gekommen. So, Leertaste, glaube ich, war das, ne? Ja, Leertaste aus. Ein schwarzes Tanktop, grüner Hoodie, weißes T-Shirt, LS-T-Shirt, Charms-T-Shirt, grünes Hemd. Zurück. Moment, da war vielleicht was für mich. Blaue Low-Tops. Nee, die sind nicht so, die Schuhe. Eingabe zurück. Gefallen mir nicht so. Kopfbedeckungen. Trucker Head. Genau, dieses Cap hatte ich immer. Ist zwar für den Anfang ganz okay, aber später werden wir uns... Ach, verdammt, ich drücke immer auf Enter. Später werden wir uns dann noch ein anderes Cap kaufen. Also, wir nehmen jetzt das da. Ja, haben wir jetzt vorher schon gesehen. Ich war auch beim Tätowierer, wie man gesehen hat, und auch... ein bisschen im Fitnessstudio, haben schon ein bisschen was zugelegt, aber das wenn wir noch ändern, dass wir noch ein bisschen mehr zulegen. Jetzt haben wir auch schon die Mission erfüllt, obwohl wir noch gar nichts Grünes angezogen haben. Also man hätte jetzt auch wieder so rausgehen können, wie man jetzt reingegangen ist, und man hätte trotzdem die Mission geschafft. Aber es gibt hier in der Nähe auch nochmal einen Klamottenshop. Da werden wir jetzt dann erstmal noch mal reinschauen. Da gibt es was für mich Besseres, also was mir persönlich mehr gefällt. Genau, dann geht man jetzt erstmal hier rein, mitten im Ballers-Gebiet. Hey, hi, welcome. Da gibt's was Ordentliches, da gibt's auch geile Schuhe. Oberkörper. Die grüne Windjacke. Also die hatte ich dann oft an. Die werde ich auch jetzt wieder nehmen. Hose. Also Jeans dazu können wir ja eigentlich lassen. Schuhe. Schwarze Hit-Tops, also einfach Chucks. Noch anziehen, dann passt das schon. Hier sonst noch Handschuhe. Nee, wird schon passen. Genau, jetzt laufen wir einfach so rum, dann sind wir auch einer von den Groves. Die Schuhe haben zwar eine komische Sohle unten, aber ist ja nicht so schlimm. Wir werden uns bestimmt nochmal umziehen.
Aber für den Anfang ist es so erstmal ganz okay. Ey, Diana bleibt einfach wieder mitten in der Straße stehen. Naja, mitten in der Straße ist es gut gesagt. Aber ich mache jetzt an der Stelle den Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.